Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im LS22 Challenge Projekt am Sonntag. Mit dem, Paul hätte ich was gesagt. Mit dem Andi und mit dem Patti. Hallo. Hallo. Andi redet dort nicht. Andi macht heute nicht Andi, Hallo. Ich bin gemutet. Hallo. Hallo Andi, grüß dich. Na, grüß dich. So, meine Damen und Herren, wir schreiten voran. Wir kommen richtig gut voran sogar. Ich würde jetzt mal beim Händler vorbeifahren, einfach nur um zu gucken, was die Reparaturkosten ausmachen. Wollen Sie das? Wir müssen ja auch gucken, dass unsere Geräte in Schuss bleiben, ne? Ja, der Fendt war das erste Fahrzeug, hat wahrscheinlich ja, schon mal repariert. Deswegen. Ah, ich glaube, irgendwer hat was rückgesetzt. Da ist was Grünes beim Händler. Wäre das wohl gewesen sein? Oder was Gelbes? Ich kann es gerade nicht. Dank Templer und Ralle und Paul. Was ist denn hier los? Und Dennis? Alle vier. Oh, macht euch weg, Alter. Ich muss hier rein. Ja, da ist ein Traktor umgeflogen. Haben wir nicht vorher gesagt, dass der Händler... Das übernommen das vorne. Alter, sind die denn irgendwie... Was machen sie denn? Nee, soll ich dir mal die Quote anlegen? Komm, nicht gucken. Komm, nicht gucken, das lohnt sich nicht. So wie die beiden gerade sind. Ich muss die nochmal ein bisschen zurechtschieben. Alles gut. Okay. Ich frag bloß. Zur Sicherheit. Nicht, dass es Plumps macht. Ich bin ja gar nicht neugierig. Wow. Weißt du was? Ich helfe denen jetzt. Es geht dauert uns einfach zu lange hier. Ich muss hier einen Trigger und ist alles blockiert, weißt du? Trigger ist doch frei. Oh, ich glaube, der Traktor ist zu schwach dafür. Ah, nee, das geht nicht. Okay, gut. Ich lasse es jetzt, bevor ich mich... Lass gut sein. Was macht ihr denn da eigentlich? Ja, guck, wenn man hier guckt, wo ich gerade stehe, mit ja. F5, da sieht man, dass hier irgendwie tankmäßig was ist, auf dem er nicht stehen kann. Ah, das schallt zurück praktisch. Ja, genau. Also hier vorne, wo ich jetzt stehe, ist die Kolli. Hier kann man nicht durchlaufen. Aber die ist gerade hoch und runter gegangen. Hast du gerade was gemacht? Wenn man den Traktor bewegt, dann geht die hoch und runter. Wenn ich jetzt zurücksetze, dann springt er darauf und fällt nach hinten rüber. Geiles Ding, ey. Das ist super. Du wolltest deinen Traktor gerade verkaufen. Können wir den kriegen? Ich wollte ihn reparieren. Wir würden tauschen. Hast du keine Werkstatt im Hof? Doch, aber der Händler war näher, soll ich dir sagen. Also. Warum? Oh, halt, guck mal, habt ihr Bedarf? Eine Presse. Ui, eine Presse? Wer hat sich eine Presse gekauft? Ja, aber wir haben eine. Also wir haben auch eine. Hof 1. Was steht da für eine? Eine gelbe. New Holland. Quaderballenpresse. Das Ding. Ja. Steigt mal noch jemand. Au. Au, liegt auf dem Dach. Du hast aber auch gute Mitspieler, ne? Also, soll ich schon sagen, also, die Woche läuft. Die Woche läuft, also... Ich weiß nicht, was hier... Nee. Ja. Was wollt ihr? Wollt ihr euer Getreide waschen, oder? Naja... Weiß es nicht. Ich helfe Frage Paul, glaube ich. Gutes Personal und so, gell? Paul kann ja einfach jetzt zurücksetzen, okay. Das ist nicht das Problem. Hat er auch schon. Ja, da kommt er so. Schon. Versuch das nochmal mit zurücksetzen. Nee. Entschuldigung. Nee. Das ist gut. Der Bug da war auch, ne? Ja, der steht jetzt gerade. Also der kann jetzt nicht mehr. Wenn du einsteigst und einfach bewegst, geht nicht. Ein Stück zurückfahren, nur theoretisch. Nee, das ist da. Jetzt kommt er, oder? Was macht ihr da? Besteigen oder was macht ihr da? Nee, keine Ahnung. Der Patti? Ich glaube, ich verkaufe das dumme Ding. Mach den letzten Ballen und lass es dann. Als nächstes kommt die Lage. Irgendwie will das nicht, ja, hast du recht. Was ist da los am Ende? 38 bekommen wir für den noch. What? 38. Ja. Aber sag ich doch, dass der nicht so wenig wert ist. Ganz ehrlich was sagen? Ja. Daki scharf auf den. Behalten und nach Hof stehen lassen. 38, Andi, hast du das akustisch mitbekommen? Habe ich akustisch gehört, ja. 38 sind 60 sind über 70.000. Dann können wir uns anders aussuchen. Ich hätte da schon was.
Was denn? Sonntagsfolge, würden wir es heute noch machen, kann ich das laut sagen? Hab's auch in General hier. Ja. Können auch sparen, ich habe da keinen Schmerz mit, der fährt erstmal noch. Ich habe mit Sparen auch kein Problem. Achso, nee, das, die ist schon wieder, nee, passt, wär kleiner, nicht gut. Guck mal, ich fahre jetzt wieder weg, weil ich muss den Trigger hier freimachen. Aber 38 wissen wir. Ja. Boah, ich hätte gedacht, vielleicht 10.000, sei ich ehrlich, ne? So fährt jetzt auch nicht gerade, also das ist schon... So, ich gehe mal die 26 Schwaden, ne? Ist halt Fendt. Ist halt Fendt, ne? Das ist ja, das Fendt hat einen Wiederverkaufswert, der doch höher ist als bei anderen Marken. Hast du die Presse jetzt doch voll, Patti? Nö, 75%. Ja, dann fliegt oben Heuballen raus. Ja. Dann fliegt er beim nächsten Verkaufsturm mit raus. Ist gut. Wir müssen auf alle Fälle... Ich werde jetzt gleich, wenn ich am Feld angelangt bin, ganz kurz zum Hof hüpfen. Ich möchte gerne wissen, wie weit unsere Silageballen sind. 90 waren die von uns. Weil das könnte vielleicht ein Grund sein, wenn wir für nächste Woche noch eine Investition tätigen wollten, wenn die Silageballen reif sind. Oder fertig gegärt sind. Weil wir ja. Das ist auch nochmal ein bisschen Geld, was hier rumliegt, weißt du? Bisschen? Ja, deswegen. Und dann kann man eben anders planen, wenn wir wissen, was alles zur Verfügung steht. Ja. Aber dann kaufen wir uns den X9, was wir gesagt haben. Den X9, ja, na klar. Darf man. Ich bin unterwegs zu dir, Werner. Bitte nicht. Doch. Ich hab die Presse. Ich hab Stammbild. Ah, alles gut. Ich hab Stammbild. Du hast die Presse und ich hab Stammbild. Haben wir alles weg, oder? Was möchtest du mir sagen? An Fahrzeuge? Also wie gesagt, ich hab jetzt Presse und Wender bei mir. Genau, du den gleich vorne dran hast. Hier oben steht noch der JCB. Aha. JCB mit Mehrwerke? Ja. Und du hast einen Wender, Schwader dabei, oder? Ich hab einen Schwader, ja. Weg, nochmal alles weg. Es läuft, Männer. Es lübt. Jetzt denkt ihr mal, wir werden noch ein Mann mehr. Boah. Na dann, boah, da werden wir hier Fleisch und so. Wir hätten halt nicht gedacht, dass es heute so gut geht. Das hätten wir für eine Folge gesagt, soll erwarten, dann hätten wir ihn dazugenommen, Jan. Ja, aber... Ja. Ist egal so jetzt. Dramatisch, glaube ich. Aber wenn wir jetzt nochmal ganz kurz drüber nachdenken, ne, über vielleicht das eine oder andere Gerät kaufen oder verkaufen. So ganz ehrlich gesagt, 38 ist schon eine Hausnummer für den Fendt. Aber natürlich jetzt am Hof ein Gerät zu haben, wo man auch mal ein paar Ballen laden können, wäre auch nie verkehrt. Das ist halt das, was ich mir auch überlegt habe, ja. Lass mich nicht einfach am Hof. Und wir hatten Frontlader, du kannst die Ballen laden, du kannst dann die Tiere versorgen. Du hast immer ein Fahrzeug am Hof stehen. Wobei, ich sag dir aber auch ehrlich, lass mich mal ganz kurz gucken. Ja. Soll ich Paul wieder ins Wasser schubsen? Also für 38 kriegst du halt auch schon eine kleine Wiese. Oh. Was hast du gemacht, Ali? Ich hätte bald Paul wieder ins Wasser geschubst. Warum bist du denn? Was ist denn mit euch los? Hattest du den einen Band gesehen, der da bei der Innenausfahrt noch war? Ja. Werner, was wäre mit dem Wiesestück zwischen unseren beiden Weiden? Das kostet ja 28. Wäre auch eine Variante. Wie gesagt, das muss man halt alles in die Planung mit einfließen lassen. Das war ja schon mal Thema. Es waren natürlich auch Tiere schon öfter ein Thema. Ja, also ich würde jetzt auch vielleicht ein bisschen sparen. Ja, also ich bin gerne bereit zu investieren, aber ich bin halt kein Freund dieser Kurzschlussreaktionen. Haruk-Aktion, ja. Oh, es ist Geld da, wir müssen es gleich ausgeben. Das machen andere Teams besser wie wir. Ja. Ich habe da auch keinen Schmerz, wenn da mal 150 draufstehen. Du, ich auch nicht. 300. Du kannst reagieren, wenn du was brauchst dann. Ja. Und wir haben ja... Ehrlicherweise haben wir alles, was wir brauchen. Ja. Und wir sind eigentlich mit dem auch am Anfang.
die ersten 5 Wochen, bis die Unimogs weg waren, mit diesem Sparen gut gefahren. Es ist so. Wir sehen, was wir jetzt alles haben. Von dem her würde ich einfach jetzt uns ein bisschen Gedanken machen lassen die Woche. Und bis zum nächsten Sonntag haben wir dann vielleicht eine Idee, was wir machen können. Fertig. Ja. Vielleicht ist ja nach der Aufnahme noch eine Minute da. Ja, das Problem ist, das wird nicht eine Minute dauern, sondern wieder eine Stunde. Und dann ist Efin Poppes, wenn wir ganz ehrlich sind, weil der Schweizer nicht da ist. Der kriegt die Information noch. Ja, aber die Information heißt nicht mitreden. Wenn wir sagen, wir sind ein Viererteam, sind wir ein Viererteam. Hast du gerade einen Herzinfarkt oder was war das? Ich musste was trinken. Ach so. Herzinfarkt, da wäre ich glaube ich nicht so ruhig. Gut, dann warten wir mal. Also, Patti ist auch gleich fertig hier, dann warten wir eigentlich nur auf Andi. Ja, ich gebe die Ballen jetzt ab. Den ersten schmeiß ich jetzt gleich mal rein. Wollen wir uns gleich nochmal Mission was sichern, wenn was da wäre? Können wir gerne machen für nächste Woche, ja. Wir müssen nächste Woche unbedingt mit mal 2 spielen, das ist so toll. Wie viel hat man denn, wo wir gestartet sind, Geld? Auch 30.000 sowas, ne? Ja. Das haben wir jetzt die Woche einen ganzen Traktor verdient. Jo. Mehr wie ein Traktor. Oh, muss das jetzt noch sein? Andi, Andi! Ja, ich hänge an dem blöden Tor bei der BGA-Einfahrt. Aber ich schaff das. Ah, sehr schnell, jetzt bin ich raus, dass man hinten nur noch reinkommt. Die Einfahrten sind auch alle blöd gebaut hier. Alles Müll, alles Rott, alles Scheiß. Sag doch einfach, wie es ist. Ein Scheißdreck! So! Und mal sagen, wenn Scheiße ist. Kann nicht immer nur die Sonne scheinen. Und deswegen ist kein Graben. Gibt Sachen, da macht man keine Witze drüber. Würde Paul jetzt sagen. Überhaupt, ja, ist ja gerade ein Tieftaucher. Ich hab die Hürde Tor gemeistert. Ich meinte also jetzt mit dem Graben, meinte ich nicht Paul. Ich bin letzte Woche auch im Graben gelegen. Wir weinen alle nicht, Paul. Nein. Abgeben. Ja, mach ich doch. Hör auf rumzuschreien, Sieglinde. Bitte gleich Sieglinde, du. Kevin, du. Hallo, hallo, nichts gegen Kevin. Jeremy Chantal. Pascal. Neun. Ja. Wir hauen nochmal einen Zehner. Achso, ja, warte mal. Stadtlehen. Ja, dann nehmen wir das. Do it. Hatti, wir können mähen. Wir können mähen. Du kannst mähen. Irgendwie will er nicht hören, ne? Durchzug geschaltet. Das ist nicht gut, wenn du krank bist. Das macht nichts. Ich meine, den Gehörgang habe ich auf Durchzug geschaltet, wenn du redest. Ist das Feld. Silagefeld 26 wenigstens gut zugänglich? Ja. Na, eigentlich scheiße, aber da reden wir nicht drüber. Aber hier liegen bloß 1, 2, 5 Ballen. Oh. Also die Silageballen am Hof eingelagert haben zwischen 93% und 94%. Ja, nächste Woche abgeben. Nächste Woche sind die dann alle durch. So, und die, die im Feld liegen, die sind noch nicht so weit. Aber das wäre zum Beispiel so eine Aufgabe für den Hoffend dann, ne? Wenn die im Feld dann einfach reinräumen. Rein vorne, ja, genau. Ich überschlag mal ganz kurz, wie viele Ballen hier liegen. Ja. Scheiße, sind das viele. 4, 8, 12, 16, 20, 24. 29, 33. Also knappe 40 Ballen werden wir da liegen haben. Buddy, links Fahrgebot. Winter links gefahren. Ja. Au. Da rumpst du dich gegen. Ach, guck mal, der B-Truck. Oh, yeah. Ein B-Truck, ja, du bist auch ein B-Truck. Achso, du fährst einen B-Truck. Was hast du? Also.
doch verdonnert, ja, mit dem JCB zu fahren. Du wurdest verdonnert. Er hat gesagt, ich sollte mir hinfahren, also fahre ich jetzt mit. Er hat mich nicht mehr mit. Nee. Wo ist denn das? Da waren wir schon mal. Wir waren gefühlt schon überall. Oh, also 65 ist mir zu schnell. Kann ich bitte meinen MP-Track wieder haben? Danke. Wie viele Minuten haben wir noch? 4,5. Vielleicht bringe ich die Silage-Mission noch fertig. Wäre gut. Ralle fällt mit einer neuen Presse spazieren. Den verfolge ich jetzt. Das gibt eine Anzeige. Die Presse, die wir anfangs hatten. Oh, Paul. Ich hab ab und zu so Soundbugs bei dem MB-Truck. Nee, wieso? Meinst du das Pfeifen? Nee, während der Fahrt hört die Sonne, wie er neu starten würde. Nee, das ist Pfeifen von dem Luftgetriebe. Was ist so ein Luftgetriebe? Der hat ein pneumatisches Schaltgetriebe. Genau. Und das hörst du auch. Und hinten da die nämlich. Aufhängung mit dem Siemens Lufthaken. Wir kennen es doch. Ja. Aber es funktioniert. Da liegen immer noch Anhänger im Graben. Ja, das wird auch nicht mehr besser. Ich bin gespannt, wie das nächste Woche ist, wenn wir wieder herkommen. Ob die auf mysteriöse Art und Weise rausgezaubert wurden. Bestimmt. Nee, nicht bestimmt. Aber ganz sicher nicht. Kann ich mir vorstellen. Oh. Kesseln wir jetzt Ralf ein? Ja, schön. Komm, von Karl nehme ich einen. Ah, oh, Party, du bist auch. Nee. Hast du ein Echt mal. Abgeschossen? Was ist? Hat er ein Echt abgeschossen? Nee. Ich aber ich bin nach Party weggefahren und bin vor Party angekommen. Auf Fragen? Das ist ja. Jetzt fahr zu! Hey, fix fahr zu! Boah! Was hier ist denn nur heute nicht mit dir richtig? Hat Patti ein scheiß Bier? Wer hat denn hier schon wieder diese Rundumleuchte Gedöns angemacht? Mein Gott! Er hat Patti ein scheiß Bier. Ja. Und du überholst ihn. Ja. Ähnlich Patti. Ich bin nur anders gefahren. Er ist wieder kurz ums Dorf gefahren. Ruhe. Danke, den Fan nochmal vor. Mach ich den. Hast du den Paul gemacht? Fast. Hat wo jetzt gerade geleckt, alter Schwede. Ich hätte halt da schon noch den Bomben-Idee, aber die müssen wir dann offstream oder nach der Aufnahme besprechen. Nach der Aufnahme, meine ich. Achso. Ja, ich hätte auch eine Bomben-Idee, aber die würde euch nicht gefallen. Der 50 ist aus. Nee. Ist zum Kaufen. Aber wir reden dann später. Ich habe auch eine Idee. 40. Weiß man, wie viel wir pro Ballen bekommen? Geld? Kann ich dir gleich, vielleicht gleich sagen. Bitte. Halbe Minute hast du noch. Musst du schon eine Minute draus machen? Oh, das Map-Ende. Oh nee, das schaffst du doch nicht. Ich schaff's doch nicht, weil ich hab mich verfahren. Perfekt, meine Damen und Herren. Das heißt, wir sind fertig für die Woche.
Herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Investitionsvorschläge gerne in die Kommentare reinschreiben, was wir denn noch machen könnten. Wahrscheinlich, wenn ihr das reinschreibt, haben wir uns schon entschieden, aber trotzdem, was denkt ihr an Schluss, gerne mal reintipseln. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.